Wir sind Calisthenic Art Potsdam. Wir betreiben die Sportart Calisthenics. Das ist eine Straßensportart, wo man halt Kraft aufbaut, nur mit einem eigenen Körpergewicht. Man braucht keine Trainingsgeräte. Man geht einfach beispielsweise an Laternen, macht da halt seine Sportübung. Human Flag ist eine Übung, wo man sich mit den oberen Armen zieht. Mit dem Unterarm drückt man mit die Schulterkraft sich in die Waagerechte, sodass man halt eine menschliche Fahne bildet. Sehr spektakulär ist der Liegestütz, wo die Füße in der Luft sind. Das wird Planche genannt. Und dahin zu trainieren, das dauert doch eine gewisse Zeit. Also manche schaffen das in vielleicht 2 Jahren, manche brauchen ein bisschen länger. Also eine Besonderheit von diesem Sport ist auch, dass man halt nicht wie im Fitnessstudio, jeder trainiert für sich stumpf alleine und gibt an, juhu, ich kann 100 Kilo drücken, sondern man trainiert im Team. Zum Beispiel machen wir diesen Gecko-Liegestütz oder Spider-Man-Liegestütz, machen wir irgendwelche Grimassengesichter dann dazu, ne, und haben halt einfach Spaß dabei. Bei dem Frontlever beispielsweise hängt man sich an eine Stange und versucht nun den ganzen Körper parallel zum Boden zu halten. Unterschieden wird Front- und Backlever, je nachdem ob der Rücken zum Boden ist, das ist dann der Frontlever. Das heißt, man ist sozusagen in Rückenlage. Und beim Backlever dann ist die Stange hinterm Rücken und der Bauch ist zum Boden gerichtet. Ich bin mir sicher, dass der Sport definitiv noch richtig viele freie Zulauf haben wird. Ja, ist kostenlos, überall betreibbar, draußen an der frischen Luft mit sehr netten Leuten. Und ich gehe echt davon aus, dass da noch richtig viele kommen werden. Und wir sprechen auch regelmäßig welche an und die dann bei uns einmal waren, die meisten kommen wirklich wieder.